Willkommen zurück im Lernzyklus über lineare Ungleichungen. Nun die Auflösung zu der Übung vom Intro-Video und zusätzlich schauen wir uns die Grundmenge, Definitionsmenge und Lösungsmenge noch genauer an. Hier siehst du vier unterschiedliche Ungleichungen mit deren unterschiedlichen Lösungsmengen und der Darstellung auf der Zahlengerade. Bei der grafischen Darstellung gibt es noch eine wichtige Differenzierung bezüglich den Ungleichheitszeichen und ihren Anfangswerten. Vielleicht hast du es bemerkt, als du dir die Aufgabe durchgedacht hast. Es sind diese Ringerl, welche einerseits ausgefüllt sind und andererseits nicht. Wie bei dem Beispiel x kleiner gleich 1 und x größer 1. Bei dem Zeichen größer gleich oder kleiner gleich ist der Anfangswert in der Lösungsmenge enthalten, somit wird das Ringerl ausgemalt. Im Gegensatz dazu, bei den echt größer und echt kleiner Zeichen wird das Ringerl nicht ausgemalt. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, da einerseits bei den kleiner gleich und größer gleich Ungleichungen der Anfangswert immer enthalten ist und bei den echt kleiner und echt größer Ungleichungen nicht. Pausiere das Video und vergleiche die Ergebnisse mit deinen eigenen. Bei den beiden Gleichungen x ist kleiner gleich als 1 und x ist kleiner als 1 sind alle Werte kleiner, somit links vom Anfangswert. Bei den beiden anderen Gleichungen ist genau das Gegenteil der Fall. Alle Lösungen liegen rechts vom Anfangswert, da diese x größer sind als minus 1. Spalten wir nun alle Ungleichungen auf und betrachten ihre Lösungsmenge noch in der Mengenschreibweise. Wir befinden uns in der Grundmenge der reellen Zahlen. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Zahlen diese Grundmenge enthält, wiederhole es an dieser Stelle. Pausiere nun das Video und versuche die Mengenschreibweise korrekt auszufüllen, sowie beispielhaft mögliche Zahlen in den Wolken zu notieren. Betrachten wir nun Schritt für Schritt die einzelnen Ungleichungen. Für die Ungleichung x ist kleiner gleich als 1 lautet die Lösungsmenge L ist gleich, geschwungene Klammer auf, x Element aus den reellen Zahlen, für die gilt x kleiner gleich 1, geschwungene Klammer zu. Was ist besonders wichtig bei dieser Gleichung? Die Zahl 1 ist in der Lösungsmenge enthalten, genauso wie beispielsweise minus 6, 0, minus 4 Fünftel und so weiter. Für x kleiner 1 gilt dieselbe Mengenschreibweise wie oben und beispielhafte Zahlen, die in der Menge enthalten sind, sind 0,999, 1/2, Wurzel aus 3/5 und so weiter. Achtung, der Anfangswert 1 ist nicht enthalten. Die Lösungsmenge sowie mögliche Zahlen für x größer gleich minus 1 siehst du nun hier eingeblendet. Größer gleich bedeutet, der Anfangswert ist in der Lösungsmenge enthalten. In diesem Fall ist das die Zahl minus 1. Und zu guter Letzt die Lösungsmenge für die Ungleichung x größer minus 1 lautet x ist Element aus den reellen Zahlen, für die gilt x ist größer als minus 1. Zum Beispiel ergibt sich eine wahre Aussage, wenn Zahlen wie 0,5, 6 oder zum Beispiel minus 0,998 verwendet werden. Drücke am besten kurz auf Pause oder spule zurück, wenn es dir zu schnell gegangen ist oder du noch etwas länger drüber nachdenken möchtest oder frische das Basiswissen in Sarahs Basic 3 Video auf dem Lernzyklus Ungleichungen auf. Dieses Beispiel kommt dir womöglich bereits bekannt vor, wenn du mein Intro-Video geschaut hast. Wir lösten die Ungleichung 4x plus 7 größer 15 und kamen auf die Lösung, dass x größer als 2 ist. Drücke nun auf Pause und stelle selbstständig die Lösungsmenge L ist gleich auf. Die Lösungsmenge dieser Ungleichung lautet, x ist Element der reellen Zahlen und für diese gilt, dass x größer als 2 ist. Danke und bis zum nächsten Mal.